Hallo, hier ist die Petra von Petras Bastelnews und heute zeige ich euch mal, wie zu so einem Pferdekopf malen könnt. Und zwar geht es erstmal ein bisschen ins Wasser, dann nehme ich das Mittelbraun und dann mache ich erst einmal so, dass sich das ein bisschen verwascht, das war fast ein bisschen wenig Wasser, so dass man da praktisch wie so lasieren kann, dass wir jetzt nicht groß dunkel am Anfang werden. Da könnt ihr immer ein bisschen mit dem Wasser arbeiten heute einmal. Davon sparen wir ein bisschen aus, weil das soll wieder heller werden. So, dann könnt ihr nämlich da gleich schon so ein bisschen einen Verlauf machen von eurem Pferdl. Ihr könnt natürlich, wenn euer Pferd eine andere Farbe hat, natürlich auch das mit anderen Farben genauso machen. Aber jetzt zeige ich es euch mal, wie man das in so Gisch macht. Dann nehme ich ein bisschen so Cremefarben dazu. Dann machen wir mal da vorne ein bisschen heller. So, das machen wir auch ein bisschen so, dass das so ein bisschen reinstraffiert ist, dass das einfach ein bisschen fälliger ausschaut. Und da geben wir jetzt hernehmen ein bisschen Weiß dazu und werden wir mit dem Weiß ein bisschen so reinschattieren, dann wird das nämlich automatisch gleich ein bisschen fälliger. Und da hinten machen wir jetzt auch mal erst hell. Nehmen wir auch gleich wieder ein bisschen Weiß mit dazu zu unserem Beige. Dann können wir nachher das mit den Feinarbeiten dann noch ein bisschen ausarbeiten. Das machen wir dann mit einem dünnen Pinsel. Aber jetzt brauchen wir erstmal den Kuchen. Die Ohren werden dann wieder dunkel. Die brauchen wir jetzt da nicht. Und da an den Nüstern haben sie meistens nur so einen hellen Fleck. Schaut auch immer schön aus, wenn wir da so einen hellen Fleck reinmachen. So. Dann waschen wir das mal aus. Dann nehmen wir jetzt halt nur mal das Mittelbraun wieder her. Dann machen wir mal da die Ohren ein bisschen. So, dann können wir da auch noch mal ein bisschen drüber gehen, dass das noch gar so. Und dann werden wir mal unser Pinsel ganz trocken machen. Dann haben wir nämlich immer noch ein bisschen Wasser. Und dann können wir nämlich jetzt da hergehen und können wir das ein bisschen absetzen, dass wir da einfach einmal ein bisschen dunklere Schatten noch rein macht, gerade da beim Auge, beim zweiten. So, wenn es jetzt die Übergänge da ein bisschen hart sind, dann geht es einfach her, nimmt ein bisschen Wasser und jetzt das gleich in die nasse Farbe mit rein und dann kann man das nämlich schön verwaschen. Setzt es. So. Und dann können wir nämlich jetzt da auch ein bisschen dunkler noch machen. Dass man die Fransel da besser sieht. So, und dann nehmen wir noch einen dünnen. Dann können wir nämlich jetzt da, wo wir jetzt noch im Beige noch mal ein bisschen her müssen, da können wir dann noch mal ein bisschen so Schattierungen machen. Dass das ein bisschen so. Die Nüstern machen wir noch ein bisschen heller. So, und dann machen wir unsere Augen. So Pferd hat er meistens ganz schwarze Augen. So, lang. Und beim nächsten Mal zeige ich euch dann, wie man ganzes Pferderl umhält. Und wir machen jetzt halt Folgendes damit. Wir machen jetzt unser Hufeisen noch. Das machen wir jetzt halt mal Silber mit dem Schwämmler. Dann zeige ich euch nämlich gleich, was ihr daraus machen könnt. Und also Hufeisen muss immer mit den Außenteilen nach oben schauen, weil da muss immer das Glück hineinfallen in das Hufeisen. Ja? Wenn es jetzt so, ich habe jetzt da so Antiksilber genommen, weil die sind ja nicht gar so. Dann nehme ich jetzt einfach noch ein bisschen Schwarz mit drauf und mache das ein bisschen so auf alt. Ja, dass da einfach nochmal ein bisschen so. Weil so ganz Silber ist ja das nicht. Nehme jetzt einfach nochmal ein bisschen Silber mit drauf und dann könnt ihr das nämlich so ein bisschen verwischen, sodass das richtig alte Effekte kriegt, das Hufeisen.
So, und jetzt, wenn das euer Pferd nämlich da oben drauf macht, dann könnt ihr es da oben aufhängen. Und dann, ich lege es euch mal nur rüber. Und dann habt ihr einen ganz tollen Glücksanhänger für euer Pferd. Bis zum nächsten Mal, eure Petra.